Ananda mit einem langen A am Ende ist ein spiritueller Name für Frauen, der auf Glückseligkeit bezogen ist. Ananda mit kurzem A ist ein männlicher Name und heißt Freude, Glückseligkeit, die wahre Natur. Ananda ist eine Frau, diejenige, die höchste Glückseligkeit erfährt, die weiß, tief in sich ist höchste Glückseligkeit und die auch weiß, dass hinter allem Glückseligkeit erfahrbar ist. Wenn du den Namen hast, Ananda, dann bedeutet das, dass du in Wahrheit Glückseligkeit bist. Psyche und Geist mögen durch verschiedene Emotionen hindurchgehen. Es mag sein, dass oberflächlich auch Trauer da ist, aber du weißt, tief in dir ist Ananda, reine Freude. Und du willst auch anderen helfen, diese wahre Freude zu erfahren. Du willst diese Freude in allen erwecken. Und du weißt auch, dass letztlich hinter allen Namen und Formen Satchitananda sind, oder ist sein Wissen Glückseligkeit. Auf unserer Internetseite gibt es einen längeren Artikel über Ananda und die Bedeutung von Ananda, sowohl von Swami Shivananda als auch von mir. Und es gibt auch einen berühmten Schüler von Buddha, der heißt Ananda mit kurzem A am Ende und der die Freude der Spiritualität gelebt und gelehrt hat.